Mit der warmen Jahreszeit treibt es immer mehr Menschen hinaus in die Natur. Und nach den langen Beschränkungen ist es besonders für sportliche Menschen wichtig, sich wieder ausgiebig zu betätigen. Die Tennisanlage auf der Murinsel in Bruck ist dazu ein schlagkräftiger Beweis. Wie schaut es generell um den Tennissport jetzt aus? Wie fängt man jetzt wieder an? Es ist so, dass seit 1. Mai dürfen wir wieder Tennis spielen und seither sind unsere Plätze voll, natürlich unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen, der Abstandsregeln, die es gibt. Aber wenn man an einem Tag wie heute bereits am Vormittag sieht, dass alle 15 Plätze voll sind, da geht einem wirklich das Herz auf und man sieht ganz einfach, die Leute waren schon heiß aufs Tennis spielen und sind froh, dass sie sich an der frischen Luft bewegen können. Und Sie sind diszipliniert und halten sich an den Vorgaben? Es ist so, ich bin sehr stolz darauf, dass unsere Mitglieder, aber auch unsere Gäste wirklich sehr, sehr diszipliniert sind. Wir haben auch alle Vorkehrungen getroffen seitens des Vorstandes. Wir haben Hygienespender auf der Anlage aufgestellt, ausreichend. Wir haben die Duschanlagen gesperrt, die WC-Anlagen sind offen. Auch dort steht Hygiene im Vordergrund und Abstand wird eingehalten. Das ist das Wichtigste im Moment und so kann man auch Tennis spielen ohne Probleme. Wie wird es denn heuer mit den Tennis Spielen ausschauen, auch Meisterschaften? Die Tennismeisterschaften wurde gestern vom Tennisverband bekannt gegeben, finden statt, und zwar ab Anfang Juni. Ist für viele überraschend, auch für mich. Ich bin Mitglied des Vorstands des Tennisverbandes, sehe auch die Durchführung der Meisterschaft durchaus skeptisch, weil ganz einfach die Vorschriften, die es einzuhalten gilt, schwierig umzusetzen sind, insbesondere wenn so wie in Bruck 16 Mannschaften hier spielen. Es geht trotzdem los im Juni, allerdings ohne Doppel. Das ist ja auch eine Voraussetzung für den Tennisbetrieb aktuell. Und da wird man sehen, wie sich das entwickelt. Jetzt gibt es eine Meldephase, wo die Mannschaften noch zurückziehen können. Auch bei uns werden mit Sicherheit nicht alle Mannschaften an der Meisterschaft teilnehmen. Aber da gilt es jetzt einmal, die Entwicklungen der nächsten Wochen abzuwarten. Aber mit 6. Juni soll es normalerweise losgehen. So viel zum Tennis. Wie schaut es mit den anderen Sportarten aus? Es ist so, dass wir jetzt seit 4. Mai auch zum Beispiel die Leichtathletikanlage geöffnet haben in Bruck an der Mur. Leider noch nicht öffnen durften wir die Fußballplätze. Da müssen wir auch jetzt leider auch am Platz der Jugend diesen Fußballkäfig leider sperren, auch den Sportplatz bei der neuen Mittelschule bzw. am Bahnweg. Diese Plätze müssen vorerst aufgrund der Vorgaben des Bundes gesperrt bleiben, aber die Spielplätze sind zumindest seit 1. Mai wieder offen. Und was die anderen Sportarten betrifft, besonders stark betroffen natürlich die Kampfsportarten, die dürfen derzeit nicht durchgeführt werden. In Bruck Karate, Taekwondo, Judo, für die heißt es mit Sicherheit noch längere Zeit warten und das ist natürlich bedauerlich. Was ist denn so der größte Punkt, was man den Sportreferenten heranträgt? Also der größte Punkt ist sicherlich das, wie geht es überhaupt mit den Einnahmen weiter, welche Unterstützungen gibt es von der Gemeinde, vom Land und vom Bund, und da sind wir dabei, zusammen mit dem Gernot Schwimmer vom Sportreferat, die Wünsche der Vereine und die Anliegen zu sammeln und dann wirklich die Vereine zu unterstützen, die Förderungen beim Land zu lukrieren und beim Bund, die es hoffentlich geben wird. Das steht ja noch in den Sternen. Das wird noch eine wirklich große Herausforderung, auch für die Städte, weil es ist so, bei 65 Sportvereinen, die jetzt aufgrund der weniger Sponsoren weniger Einnahmen haben, keine Veranstaltungen machen dürfen, wird sicherlich zu großen Problemen kommen. Und wenn man die alleine lässt, was ich nicht hoffe, dann kann es wirklich problematisch werden. Aber die Gemeinde ist bemüht, das bestmöglich zu bewältigen und zu helfen. Selbstverständlich, wir unterstützen unsere Vereine immer, entweder durch direkte Förderungen. In dem Fall ist es aber so, wie bei den Wirtschafts- und Handelsunternehmungen, dass hier das Land und der Bund vor allem gefordert sind, zu unterstützen. Wir haben ja die laufende Sportförderung der Stadt, die sowieso die Basisförderung für die Vereine ist. Aber ohne Land und Bund wird diese extreme Situation in Zeiten von Corona nicht zu stemmen sein, auch für die Vereine nicht.